Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance Deadly Games. Und wir sind in der wievielten Mission sind wir? In 13. Durchsuchen Sie das Gebäude nördlich Ihres Abwurfpunkts. Bringen Sie alles mit, was dem Geheimdienst von Nutzen sein könnte. Und dann, Feind hat eventuell den Auftrag, alles Vertrauliche zu zerstören. Mission 13 der Hauptkampagne, Schwierigkeitsgrad Elite. Wir haben nur 12 Züge. Okay. Ich weiß gar nicht, wie sinnvoll das ist, beispielsweise dann den Smoke mitzunehmen. Also Ivan mitzunehmen, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wir müssen mal gucken. Also die könnten wir jetzt theoretisch als Arzt verwenden. Medizin, ansonsten die beiden anderen, das macht aber irgendwie keinen Sinn. Moment, der hat da noch eins. So. Wenn die Arzt wäre, könnten sie 57 heilen. Das heißt, die würde, wenn sie Patient ist, die braucht 22. Das heißt, die würde 35 für wen anders heilen. Und der würde beispielsweise dann auch voll werden. Der würde fast voll werden. Es sei denn, das andere wird dazu gerechnet. Aber dann würde ich sagen, machen wir das so. Dann sparen wir uns hier auch ein bisschen Geld. Und dann werden die quasi beide so gut wie fertig geheilt. Und die anderen nehmen wir dann mit in die Schlacht. So, die Waffe ist auch ziemlich im Eimer. Ladehemmung, das ist auch im Eimer. Ja, unsere Ausrüstung hat schon bessere Tage gesehen. Scope ist natürlich ja auch schlecht dran. Die muss wahrscheinlich dann hinten bleiben und die Gegner kaputt schießen, wie der dann auch, wobei der natürlich da keine Waffe für hat. Und die müssten nach vorne, die beiden, wahrscheinlich dann so ein bisschen rumschleichen oder so. Müssen wir mal gucken. Nehmen wir mal Sprengstoff mit. Eigentlich werden wir das nicht brauchen. Wenn das Gebäude hochgeht, dann eventuell müssen wir was entschärfen. Wir probieren das mal so mit dieser Crew hier. Mhm. Gut geschützt sind wir hier eigentlich. Okay, dann werde ich hier nochmal einen Speicherstand machen. In 13. Und dann legen wir los. Wir würden hier dieses Mal auf jeden Fall dann Gewinn machen, weil wir Ivan eben Patient werden lassen, dann kostet er halt nur die Hälfte. Na, wir kriegen 15.000, wir geben nur knapp 11.000 aus. Da würden wir ein bisschen Kapital aufbauen. Okay. Dann. Aber es ist echt ungünstig ja, dass die beiden, die eigentlich Medizin sich heilen können, dass die eben keinen Schaden genommen haben. Aber gut, ist halt so. Ach, dem könnten wir vielleicht noch eine Granate geben. Haben wir da? Da haben wir noch eine. Wir haben außerdem noch ein Zielfernrohr, aber ich glaube, das kann keiner benutzen. Doch, der kann das benutzen. Das dahin. Und dann können wir noch einen Helm austauschen. Mhm. Mit Kevlar-Helmen, verbesserten Kevlar-Helmen sind wir gedeckt. Ach, das war das falsche, der falsche Spielstand. Eigentlich hätte ich da drauf speichern sollen. Machen wir da auch noch einen drauf. So. Okay, dann geht's los. Mission starten. Ja, also wir müssen ins Gebäude. Durchsuchen Sie das Gebäude. Wir brauchen alleine im besten Fall 4 Runden, um mit Sydney und Wolf da hinzukommen. Also wie das funktionieren soll. Okay, Sir. Okay. Ja. Den könnte ich ohne Probleme rösten. Okay, Labelle. Okay. Verstanden.
Naja, hier das auf dem Weißen sieht man verhältnismäßig schlecht, wie viele Punkte das kostet. Oh ja. Oh ja. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter nach vorne. Oh, da können wir hin. Okay, okay, dann gehen wir da zumindest durch. Autsch. Verstanden. Das okay, ist halt dieser dämliche Stein. Also, ich meine, wenn der mich treffen kann, kann ich ihn auch treffen. Okay. Na also, damit bin auf was gestoßen. Hat Wolf aber schon natürlich... Verstanden. Ne, extra. Und er ist langsamer geworden, dadurch muss man auch noch bedenken. Hier. Okay. Sydney, weiter nach vorne. Okay. Hier. Aha. Okay. Dem sollte dabei jetzt nichts mehr passieren. Okay, Sir. Oh ja. Verstanden. Okay. Da kommen wir auch nicht wirklich. Naja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir näher rankommen, um mit denen treffen zu können. So. Oh. Okay. Ah. Okay. Den hier könnte ich ohne Probleme schlafen legen. Okay, wir haben da unten zumindest Gran... Ich hatte ein Quäntchen Glück. Ja. Also Smoke hat eine Granate, die könnten wir hier nutzen, aber wir gucken erstmal. Okay, Sir. Mhm. Okay, der kann aber nicht nochmal schießen. Ja. Oh, sehr schön. Ah. Das heißt, es macht wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel Sinn, da jetzt eine Granate zu werfen. Wir gucken mal, ob wir den hier erschießen können. Na, das war nichts. Ahahaha. Ah. Ich hab was entdeckt. Okay, und der da oben, da geht nichts mehr hin. Mhm. Hier. Okay, Sir. Gehen wir mal dahinter. Okay. Ah, er hat auch erkannt, dass er da nicht mehr durchkommt. Ich kann ihn. Naja, dieser dumme Stein. Geht klar. Mhm. Ei, ei. Naja, wir müssen gucken, dass wir mit den hinteren schießen, wenn es geht. Okay, Sir. Wir müssen mit allen schießen. Hilft nichts. Aber das kostet natürlich alles böse Zeit. Okay. Träum süß. Aber jetzt sind wir schon... Ich hab was entdeckt. Haben wir schon die Hälfte der Zeit verballert. Naja, nicht ganz, aber fast. Okay, weiter geht's. Okay, Sir. Ich meine, wir könnten da auch noch Sachen einsammeln. Das müssen aber auf jeden Fall die langsam machen. Okay. Also erstmal hier nach vorne. Bin auf was gestoßen. Mhm. Kann auch sein, dass da irgendwo ein Schlüssel ist, den wir mitnehmen müssen. Oh, da haben wir diese Goggle-Dinger. Okay. Okay. Okay, dann lassen wir erstmal da stehen. Ja. Sydney. Verstanden. Hier. Ja.
Der hat das noch nicht, okay. Dann würde ich mir das da noch greifen wollen. Gehen wir... Verstanden. Den müssen wir aber auch weiter. Gehen wir erstmal mit denen nach vorne. Klar. Okay. Ich gehe erstmal nur dahin. Okay. Und dann ziehen wir... Da hatten wir auch noch irgendwas liegen. Das ist die Red Hawk Munition. Oh ja. Okay, Sir. Na, der, den lassen wir stehen. Dann kann er die 5 Punkte sammeln. Und kann nicht mehr erfüllt werden. Ja, sowas habe ich befürchtet. Was diese Mission angeht, haben wir wohl kein Glück, ey. Ja. Also da ist dann wahrscheinlich einer weggelaufen zu irgendeinem Schalter hin. Und das wird das Problem sein. Gut, das heißt, das Ganze machen wir nochmal. Laden. Aber das habe ich mir halt schon so gedacht, dass das ein Problem wird. Umorganisieren können wir hier im Grunde auch nichts. Wir könnten bloß gucken, dass wir versuchen, die Gegner zu umgehen. Hier haben wir diesen Zaun. Hier haben wir quasi nichts. Da könnte man drumrum. Dann müsste man aber komplett hier links entlang laufen. Oh ja. Und dürfte auch nicht entdeckt werden. Okay. Okay. Okay, Sir. Aber ob das in der Zeit dann passt? Okay, Mission. Okay, Sir. Ja, damit wird das jetzt schon nicht mehr funktionieren. Da müssten wir noch weiter außen rumlaufen. Hier. Okay, Sir. Okay. Verstanden. Gehen wir mal darüber. Aber das kann... Naja, ich weiß nicht, ob das noch dann funktionieren kann. Wenn der uns da jetzt schon gesehen hat. Vermutlich hat er jemanden Bescheid gesagt, angefunkt, und der sprengt das dann direkt. Okay. Okay, Sir. Da ist... Na, kann er nicht treffen. Okay, dann gehen wir mal darüber. Ei, ei. Oh, ja. Naja, das bringt natürlich nichts. Oh, ja. Okay. Da kommt noch einer. Den könnte ich ohne Probleme rösten. Hier. Okay, wir laufen mal. Ich probiere das mal aus, ganz grundsätzlich, ob wir da mit einem einfach an den Gegnern mehr oder weniger vorbeilaufen können. Okay. Hier ist so ein Minderbemittelter. Mhm. Okay, Sir. Dann... Verstanden. Probieren wir das mal. Der kann aber wahrscheinlich nicht so weit werfen. Naja. Der ist dafür zu kaputt. Okay, Sir. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Das bringt mich wieder auf den Boden der Tatsachen. Okay. Wir sehen hier zumindest noch nicht, dass da jemand weglaufen wird. Wir müssen ja einen Schalter drücken. Ich hatte ein Quäntchen Glück. Okay. Mit dem Sydney werden wir da oben auch nicht kämpfen. Mit dem werden wir einfach nur weiterlaufen. Na super. Okay, Sir. Ei, ei. Du sollst treffen, bitte. Nee. Okay, Sir.
Okay. Nimm das mit ins Grab. Okay, dann du. Nö. Hier. So, der muss weiterlaufen. Okay. Da sehen wir Spuren. Das kann aber auch sein, dass das von denen ist. Und das war nix. Ja, wir haben ja jetzt auch keine Möglichkeit, hier mit Schalldämpfer oder irgendwie was zu machen. Ich fürchte, wir können unser Ziel nicht erreichen. Mm. Okay, dann neu. Ich glaube, das ist jetzt Versuch 8. Also, links hoch geht nichts. Durch die Mitte geht nichts. Da lang geht auch nichts. Was wir noch versuchen könnten, wäre ein bisschen weiter im Eis zu bleiben. Aber das macht den Weg dann auch deutlich länger. Und meine Sorge ist hier der Zaun. Da kommen wir halt nicht vorbei. Das wäre auf der anderen Seite besser. Aber gucken wir mal. Erstmal müssen wir darüber laufen. Hier. Okay. Wolf. Okay, Sir. Okay. Und Score. Oh ja. So. Hier. Dann müssen wir uns da jetzt weiter südlich aufhalten. Nach da oben werden wir gesehen. Okay. Okay, Sir. Okay. Verstanden. Mhm. Geht klar. Ei, ei. Oh ja. Vielleicht sprengen die das immer nach einer gewissen Zeit, aber das glaube ich eigentlich nicht. Okay. Also wir müssen übers Eis laufen. Da haben wir gar keine andere Wahl. Okay. Wir müssen aber so übers Eis laufen. Naja, dass wir nicht einen zu großen Umweg laufen und natürlich auch möglichst wenig Eisteile mitnehmen. Aber das sieht halt hier nicht besonders toll aus. Könnte sich sogar lohnen. Gehen wir mal da hin. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das macht auch ordentlich Krach, wenn die hinfallen. Geht klar. Ei, ei. Oh ja. So. Okay, Sir. Nee, da oben dürfen wir nicht hin. Okay. Okay. So. Hier. Okay. 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 So. Verstanden. Und die würden da nicht drüber kommen. Die sind zu kaputt. Die werden mit Sicherheit hinfallen. Das wäre nicht sehr produktiv, wenn wir die da jetzt auch übers Eis schicken würden, fürchte ich. Verstanden. Geht klar. Man könnte natürlich dann hingehen und die Ausrüstung direkt darauf anpassen. Dahin. Okay. Okay, fast geschafft. Okay, Sir. Okay. Wunderbar. Verstanden. Runde 6. Hier. Okay. Okay. Okay, Sir. Okay. Okay. Ei, ei. Ja, Runde 7, also. Okay, Sir. Das ist noch ein ganz schönes Stück.
selbst wenn wir da jetzt den Weg benutzen könnten, wir müssen das versuchen, weil das ansonsten zu knapp wird. Hier. Okay. Okay, Sir. Okay. Hier. Okay. Aber wahrscheinlich wird da oben auch noch einer stehen. Irgendwer musste den Schalter gedrückt haben. Okay. Ah. Hab einen Feind aufgespürt. Bald wird's Zeit. Naja. Okay, Sir. Wir laufen jetzt weiter. Okay. Aber ich fürchte, dass das jetzt schon gegessen ist. Okay. Es muss auch nicht unbedingt sein, dass immer direkt alle aufgeweckt sind. Also, die haben eine bestimmte KI, wie die miteinander reden und so weiter. Und nicht jeder redet mit jedem. Nicht jeder zündet das direkt und so weiter. Und der kam jetzt doch sehr aggressiv gelaufen. Also, es kann gut sein, dass das dieser Kosen ist, der das sprengen will. Okay, Sir. Gebäude, bringen Sie alles mit. Okay. Okay. Ja. Okay. Okay. Wir hätten danach nur noch eine Runde. Hier. Okay. Ei, ei. So. Okay. Naja, der Kosen ist das anscheinend. Der läuft da ziemlich direkt hin. Okay, Sir. Wir müssen jetzt das Ziel finden. Okay. 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 Bin auf was gestoßen. Da ist es. Hier. Du läufst jetzt da rein. Streng geheime Pläne. Ja, okay. Damit hätten wir absolute das. Absolute Spitze. Doch wir sollten jetzt nicht unvorsichtig werden. Mhm. Okay, Sir. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt gesprengt werden. Okay. Verstanden. Wenn wir nicht gesprengt werden, haben wir gewonnen. Ja. Okay, wir haben zumindest gefunden, wie man das lösen kann. Aber das war hier schon sehr auf den Punkt. Ich kannte Sidney Nettleson noch nicht lange, doch die Nachricht von seinem Tod schockt mich, als wären wir alte Freunde. Sidney ist tot. Ja, gut. Oh ja, die strategischen Pläne sind nicht mitgebracht. Okay. Die haben das Schlachtfeld mit dir aufgewischt. Es war erschütternd. Bloß, dass sie dich nicht ausgeknipst haben. Und das ist eine verdammte Schande. Naja. Okay, ja, die sind beide voll. Pass jetzt auf. Das machen wir mal weiter. 7000 bekommen wir nur. Aber das kann auch sein, dass das abhängig davon ist, dass wir verloren haben. Lohn 7000. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Auf ein neues. Zumindest haben wir jetzt eine grobe Idee. Der mit den grauen Haaren, der darf nicht dahin. Es kann natürlich sein, dass auch noch andere dahin laufen. Wir könnten das auf aggressiv spielen und den versuchen zu töten, sobald wir den sehen. Geht klar. Okay, Sir. Einmal so und dann, wenn das nicht funktioniert. Okay. Hier. Dann machen wir wieder nochmal eine Schleichaktion. Okay.
Ich werde angegriffen. Hier. Okay. Den hier könnte ich ohne Probleme schlafen legen. Ja, also der wird das wahrscheinlich sein, der Kosen, und der läuft dann. Hier. Der ist aber jetzt zu uns gelaufen. Also der kann das dann nicht sein, der das in dem jetzt zündet. Hier. Den hier könnte ich ohne Probleme schlafen legen. Den hier könnte ich ohne Probleme schlafen legen. Ja. Ich hatte ein Quäntchen Glück. Ja, da braucht man jetzt nicht großartig werfen für zu können. Hier. Kosen. Das war zumindest der, der das zuletzt getriggert hatte. Hier. Ich habe was entdeckt. Aber es kann halt sein, dass auch wer anders was triggert. Dann okay, Wolf. Wir haben den da natürlich auch noch. Naja, schießen wir mal einmal. Oh, falschen getroffen. Hoppla. Verstanden. Smoke wird jetzt wahrscheinlich. Der hat nicht mehr viel. Gesundheit 16, der muss jetzt auf jeden Fall verdoktort werden. Hier. Verstanden. Geht klar. Hier. Wenn wir das nicht machen, fällt der um und dann haben wir ein anderes Problem. Okay. Okay, Sir. Krünk, krünk. So. Nimm das mit ins Grab. Okay. Ist im Norden. Ah, der geht auch stiften. Daten. Nicht, dass der das, nicht, dass der Böses will. Okay. Dann müssen wir mit Sydney den hier zu Boden werfen. So. Okay, verstanden. Ich habe was entdeckt. Ja, du musst das aufnehmen. Eine erste. Und sich dann... Das geht nicht. Okay, aber eine Runde hat er noch. Hier. Den sollten wir idealerweise totschießen. Okay, war ein Anfang. Neun. Okay. Da können wir... Na, könnten wir... Ja, es ist schon ein bisschen extrem. Na. Sehr schön. Es läuft Blut an mir runter, ey. Ja. Verstanden. So, der muss sich jetzt verarzten. Okay, Sir. Okay, weg. Na also. Ich hab was entdeckt. Dann der. Okay, das war nix. Hier. Okay. Mist. Na, da ist noch einer. Okay. Ei, ei. Ei, ei. Ziehen wir mal nach hier. Ja. Das war eine glückliche Fügung. Wir müssen aber jetzt schnell dahin laufen. Wenn wir uns jetzt nicht so langsam in Bewegung setzen. Na gut, den kann man treffen. Okay, Sir.
Okay, bleibt nur noch einer. Hier. Na also. Der ist schwach. Hat aber nur eine Pistole. Okay. Ich werde mal gucken, ob wir den... Ne. Oh. Okay, Sir. Ja, der läuft jetzt mal raus. Bin auf was gestoßen. Okay. Verstanden. Der muss sich verarzten. Okay, Sir. Okay, ja. Sydney. Ah, dieser blöde Stein. Wir gehen mal. Ich probiere das erstmal mit Scope. Die hat zwar keine... gar keine Chance. Oh ja. Hier. Okay. Ja. Okay, Sir. Dann müssen wir den doch mit Wolf platt schießen. Okay. Bin auf was gestoßen. Okay. Hä? Okay. So. Okay, abgeräumt. Na also, von diesen Pestbeulen sollten wir nicht mehr allzu viel sehen. Okay, das heißt aber, dass... Ich hab was entdeckt. ...dass der jetzt schnell durchlaufen muss. Mhm. Wir haben vier... Ja, das ist zu weit, das schaffen wir nicht. Wir brauchen allein drei Runden, um da hinzukommen. Okay, also wir probieren es jetzt, aber ich glaube, das ist nicht machbar. Hier. Mhm. Okay. Ei, ei. Natürlich dann unnützes Eingesammel hier, wenn das sowieso nicht gehen kann. Ein 15er. Ich muss entweder genäht oder verbunden werden. Ja. Okay, Sir. Weiter geht's. Okay. Ei, ei. Oh ja. Ein 15er Mag. Jawohl. Und das nächste. Oh, ja. Ein 15. Mhm. Hier. Okay. So. Okay. Zwei Schacht. Jawohl. Verstanden. Ei, ei. Bald wird's Zeit. Ja. Okay, Sir. Okay. Verstanden. Da fehlt dann minimal was, aber es fehlt halt was. Geht klar. Ei, ei. Oh ja. Ein 15. Hier. Okay. 100. Mhm. Okay. Okay, Sir. Okay. Na, vielleicht, wenn wir die Tür jetzt auch noch aufbekommen. Ja. Ne, das reicht noch. Okay. Okay. Bin auf was gestoßen. Huiuiuiui. Okay. Dann kriegen wir das hin. Verstanden. So, der muss die... Hatte der das jetzt schon mitgenommen? Da waren irgendwo... Ah, hier, diese Goggles. Geht klar. Eine Sonnenschutzbrille. Jawohl, die brauchen wir. Hier. So, jetzt haben wir noch ein rotes Dingen da am Leuchten. Jetzt gucke ich noch gerade, ob unter einem was drunter. Ja, da ist noch was. Eine Schachtel 4. Okay. Verstanden. Und das hier nehmen wir dann noch mit. Aua. Geht klar. Eine Schachtel mit je 6. Mhm. Ja, die, damit die nicht nochmal was verliert, aber eigentlich. Okay, Sir. Und das nehmen wir mit. Streng geheime Pläne. Gut so. Puh. Zeit für den Heimweg. Okay. Zeit für den Heimweg. Okay. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist erledigt. Verstanden. Wir haben alles eingesammelt. Okay. Vielleicht hat jemand vergessen, den Feind einzuladen. Ja, nee, ist schon alles tot. Hoffe, Sie sind genauso zufrieden wie ich, Commander. Also bin ich mal gespannt, was wir als nächste Mission bekommen. Ob da jetzt was Besseres ist. 100, ja.
bin schwer beeindruckt, Kollege. Mann, du hast mich echt überrascht. Hab ja gar nicht gewusst, dass ich mit einem absoluten Profi verhandelt habe. Mhm. Okay. Ja, Scope ist natürlich ordentlich im Eimer. Dafür sind die beiden wieder fit. Wir könnten natürlich auch hingehen und bei Scope auch Medizin lernen und dann das ähnlich machen wie bei Maus, dass die sich dann auch selbst versorgen kann. Auf jeden Fall sind die beiden ja jetzt wieder im Dienst sozusagen. Pass jetzt auf, vergiss dein Mädchen, deine Mutter, deine Heimat und all den anderen Pferdemist. Du hast Arbeit und du solltest bereit sein. Für den Job, den ich für dich habe, bist du überqualifiziert. Rein und raus, ganz einfach. Kommst du in Schwierigkeiten, musst du sie selber beseitigen. Wird dir gern einen Atomsprengkopf geben. Aber du musst den Feind auf die altmodische Weise eliminieren. Einen nach dem anderen, bis keiner mehr über ist. Okay. Mach den Job sauber und du bekommst 7000 Mäuse. Ja, danke. Ja, 7000 ist schon ein bisschen sehr dünn, ja. Und wir haben 10 Runden Zeit. Setzen Sie zum Präventivschlag an, vernichten Sie das gesamte feindliche Team. Das sieht mir aber auch sehr kurz aus. Hallo, es ist immer eine Freude, dir zu Diensten zu sein. Kein Gefeilsche. Du bist der Typ, der wahre Werte erkennt. Es gibt doch keinen Grund, sein ganzes Leben zu verhandeln. Ei, ich habe heute genug Waren für dich, um die ganze dritte Welt zu erobern. Ich würde das Zeug nicht als gebraucht bezeichnen. Ich habe es einem Jungen 2 Tage vor Einstellung des Feuers verkauft. Hat seitdem nur rumgelegen. Und alles, was ich dafür haben will, ist 1325. Nochmal Compound, Kevlar-Helm. Ja, er ist schon reizvoll, aber ich glaube, wir müssen das Geld sparen. Und für das Compound, das ist jetzt nicht überlebenswichtig. Das machen wir jetzt mal nicht. Ei. Ein echt diskriminierender Käufer. Mögest du ohne eine einzige Kugel in einem Kampf auf Leben und Tod geraten. Das ist aber nicht nett. Gut, also die beiden sind jetzt im Eimer. Da lässt sich jetzt auch nicht viel machen. Wir könnten beide auch... Es gibt auch noch die Option Ruhe. Dann bezahlt man nur die Hälfte. Und dann regenerieren die mehr Lebenspunkte als normal. Das wäre auch noch eine Option. Aber dann bezahlen wir natürlich trotzdem Geld an die. Die Alternative wäre... Also wir könnten hier Arzt machen, 28. Oder wir machen hier auch Übung, Medizin. Die kommen jedenfalls jetzt alle in Dienst. Und Smoke, den werden wir jetzt eigentlich hier nicht brauchen, aber bei dem hat das mit 45 Weisheit wahrscheinlich auch keinen Nutzen, da irgendwas lernen zu wollen. Also, das ist vermutlich nicht so effizient. Ja, den nehmen wir einfach mal mit. Müssen wir mal gucken. Also ausrüsten und so weiter mache ich dann beim nächsten Mal. Ich nehme mal an, dass das ziemlich kurz wird. Es kann aber auch sein, dass das ziemlich hart wird. Wir haben keine Granaten mehr. Nur noch diese Betäubungsgranaten. Puh. Okay. Wir machen ordentlich miese dann dabei. Also wenn wir nur 7000 bekommen... Naja. Dann müssten wir mal schauen, wie wir danach da noch da rumkommen. Restkapital 7000. Dann kriegen wir 7000. Ich meine, eine Mission danach können wir noch machen, aber dann muss neues Geld kommen. Oder ich muss halt gucken, dass ich die hier auf Sparflamme irgendwie setze. Aber das soll es für dieses Mal gewesen sein. Beim nächsten Mal machen wir hier 10 Runden, alle eliminieren. Das wird... wahrscheinlich kurz, aber interessant werden. Gucken wir mal. Also, neue Folgen gibt's immer wochentags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Like da lassen. Ich danke auch fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.